Sie fallen auf. Und das liegt nicht nur daran, dass sie leuchtend rot sind. Die Traktoren von IHC und KES IH. IHC, das steht für International Harvester Company. Das Unternehmen entsteht, als sich 1902 zwei der führenden amerikanischen Landmaschinenhersteller mit noch drei kleineren Firmen zusammenschließen. Aus McCormick und Deering wird IHC, mit Stammsitz in Chicago, Illinois. Das Unternehmen stellt zu dieser Zeit mehr als 4/5 aller Bindemäher und Mähmaschinen in den Vereinigten Staaten her. Diese sind eine enorme Erleichterung für die Landwirte, da ansonsten meist noch mit reiner Muskelkraft gesät, gepflegt und geerntet werden muss. Die ersten IH-Erntemaschinen werden noch von Pferden gezogen. Die ersten stationären McCormick-Dreschmaschinen meist per Dampf angetrieben. Sechs Jahre nach der Gründung, also 1908, beginnt IHC in den USA, Traktoren mit Verbrennungsmotoren in Serie herzustellen. Die legendären Modelle Mogul und Titan. Hier zu sehen ist ein Titan. Der Schlepper erinnert in seiner Bauweise noch sehr an die bislang gebräuchlichen Dampfschlepper und ist fast ebenso schwerfällig. Mit IHC geht es dennoch steil bergauf. Während die ersten Titanschlepper in den USA die Fabriken verlassen, fällt der Startschuss für die Geschichte des IHC-Werkes in Deutschland. Die International Harvester Company MBH Neuss am Rhein wird 1908 gegründet. Ein Jahr später beginnt der Bau am Werk in Neusser Hafen. Ab 1911 werden hier Getreidemäher, Heurechen und Wender sowie Düngerstreuer hergestellt. Später auch andere gängige Zuggeräte für die Landwirtschaft. Die Schlepper für den deutschen Markt werden noch aus Amerika eingeführt. 1937 wird der erste Schlepper von IHC in Neuss gebaut. Es ist ein F12G.
Ein Grund für den eigenständigen Schlepperbau am Rhein ist, dass so zwischenstaatliche Handelsbeschränkungen umgangen werden können. Den F12 gibt es sowohl mit Gummi als auch mit Stahlreifen. Der Unterschied liegt nicht nur beim Komfort und in der Anwendung, sondern auch im Preis. Mit Ackerluftreifen kostet der Schlepper rund ein Sechstel mehr als mit Stahlrädern. Die Schlepper werden wahlweise unter den Markennamen Deering oder McCormick ausgeliefert. Die ersten Traktoren werden noch aus Teilen montiert, die in den USA hergestellt wurden. Ab 1938 werden aber schon ausschließlich in Neuss hergestellte Teile verwendet. Insgesamt verlassen bis 1940 rund 4000 Maschinen der ersten Schleppergeneration das Werk in Neuss. Aus seinen vier Zylindern holt der Motor immerhin bereits 15 PS heraus. Auch wenn er noch mit Petroleum angetrieben wird. Die Nachfolgemodelle FS und FG warten schon mit 20 PS auf. Diese Schlepper werden sowohl während des Krieges als auch danach gebaut. FS und FG unterscheiden sich von ihrem Vorgänger, aber auch durch mehr Komfort. Der Sitz aus Leinentuch wird durch eine Sitzschale ersetzt und beide Modelle haben auch längere Kotflügel. Wie bei den anderen Schlepperherstellern dürfen auch bei IHC ab 1943 keine Motoren für flüssigen Treibstoff mehr hergestellt werden. Stattdessen werden die Traktoren mit einem Holzgasgenerator ausgerüstet. Angeboten werden die Schlepper unter den Bezeichnungen HG und HS. Das Neusser Werk war durch Bombentreffer und Artilleriefeuer zu rund zwei Dritteln zerstört worden. Trotzdem wird schon im Sommer 1946 wieder ein Schlepper fertiggestellt, ein FS mit Stahlbereifung. . 1950 beginnt bei IHC in Neuss eine neue Ära. Zum ersten Mal werden keine Petroleummotoren mehr in die Schlepper eingebaut, sondern selbststartende Diesel. Zuerst werden die Motoren noch von MWM geliefert. Beim DF25 Formal oder wie hier beim DLD2 ab 1953 stammt der Antrieb dann aus eigener IHC-Produktion. DLD steht für Deutscher Leichtdiesel, die 2 für die Zahl der Zylinder. Aus einem Liter Hubraum holt der Dieselmotor 14 PS heraus. Damit ist der DLD2 eher für kleinere Betriebe gedacht. Immerhin, als Sonderausstattung gibt es bereits einen Beifahrersitz, Arbeitsscheinwerfer und ein Wetterschutzdach. Und schließlich die legendären IHC-Anbaumäher. Beliebt ist auch das Frontgewicht, das zudem als Zugmaul dient. Die gleichen Sonderausstattungen wie beim DLD-2 sind auch bei seinem größeren Bruder möglich, dem DGD-4. DGD ist die Abkürzung für Deutscher Großdiesel.
Er hat doppelt so viel Hubraum wie der Leichtdiesel, nämlich 2 Liter, und leistet damit bereits 30 PS. Anfang der 50er Jahre gehört er damit zu den stärksten Schleppern, die auf dem deutschen Markt vertreten sind. Im IHC-Werk in Neuss haben mittlerweile modernste Produktionsmethoden Einzug gefunden. Nur so kann das Unternehmen die Nachfrage befriedigen und gleichzeitig Qualität liefern. Eine Mehrspindel-, Bohr- und Gewindeschneidmaschine als Beispiel rationeller Fertigungsmethoden. Nach dem Betätigen des elektrischen Auslösers fertigt diese Maschine minutenschnell und automatisch sämtliche Bohrungen und Gewinde jeweils an 2 Schleppergetriebegehäusen. Das allerdings kann keine Maschine ausführen. Die Hände des Menschen sind noch immer unersetzlich. Geschicklichkeit und Konzentration bei der Getriebemontage und bei der Montage des Motors. Nur 120 Minuten dauert sein Zusammenbau. Übrigens wird anschließend, wie jeder andere, auch dieser Arbeitsgang von Inspektoren geprüft. So wird die Qualität dieser hochwertigen Präzisionsfertigung durch sorgfältige Kontrollen noch gesteigert. Ein 4-stündiges Examen auf einem Spezialprüfstand beschließt diese Fertigung. Die gewissenhafte Sorgfalt bei der Montage des Motors ist ein besonders interessanter Anziehungspunkt für die Besucher. Der Produktionsausstoß des Neusser IH-Werkes musste wegen der steigenden Nachfrage nach McCormick-Erzeugnissen verdoppelt werden. Jede 10 Minuten läuft jetzt ein fertiger Schlepper vom Band. Bis 1956 verlassen mehr als 22.000 Schlepper der Modelle DLD, DED und DGD das IHC-Werk in Neuss. Auch der 3-millionste IHC-Schlepper weltweit stammt aus dieser Serie. Dieser Erfolg wird 1955 gefeiert. Erfolg hat IHC in Deutschland vor allem auch deshalb, weil das Unternehmen aus einer Hand nicht nur den passenden Schlepper anbieten kann, sondern auch verschiedene Anbau- und Zuggeräte für die Feldarbeit. Die Palette umfasst etwa Grasmäher, Heuwender und Lader, Kartoffellegemaschinen, Düngerstreuer, Feldhäcksler und gezogene Mähdrescher.
1956 löst eine neue Serie die bisherigen IHC-Schlepper aus Neuss ab, die neue D-Serie. Das Spitzenmodell ist der D430 mit 30 PS, das hier zu sehen ist. Das D in der Typenbezeichnung steht für das Produktionsland Deutschland. Französische Schlepper erhalten deshalb zum Beispiel ein F, britische ein B. Außerdem ist jetzt schon im Namen zu erkennen, welche Leistung der Schlepper hat. Die letzten beiden Ziffern geben die PS-Zahl an, die erste die Anzahl der Zylinder. Der D324 ist also ein Schlepper aus Deutschland mit 3 Zylindern und 24 Pferdestärken. Von außen unterscheiden sich die neuen Traktoren von ihren Vorgängern durch die kantige Motorverkleidung und durch den neuen Kühlergrill, auf dem ein verchromtes IH-Logo prangt. Beim D430 wird ab 1958 das Agriomatic-Getriebe serienmäßig angeboten. Bis dahin gab es dieses Getriebe mit insgesamt 8 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen nur als Sonderausstattung. Agriomatic-Getriebe ist bei seiner Einführung eine technische Sensation, weil es dem Landwirt die Arbeit ungemein erleichtert. Dieses ist das Herz der Agriomatic, die als Hohlwelle ausgebildete Vorgelegewelle des Getriebes mit dem Zapfwellenantrieb und der verschleißgesicherten Stahllamellenkupplung. So, jetzt schalten wir einen Ackergang ein und legen den Agriomatic-Hebel nach vorn. Das Getriebe beginnt zu arbeiten. Die Agriomatic-Kupplung wurde zusammengepresst und überträgt nun die Motorkraft auf die Hinterräder. Schalten wir um auf einen Straßengang. Die Stahllamellenkupplung löst sich und die Schiebemuffe greift ein. Der Kraftfluss geht jetzt nicht mehr über die Kupplung, sondern formschlüssig über die Schiebemuffe und ein Zahnradpaar zur Hohlwelle. Von hier aus über die entsprechenden Gangabstufungen auf die Hinterachse. Beim Zurückschalten in einen Ackergang wird der Agriomatic-Hebel langsam nach vorne gelegt und übernimmt damit den ganzen Schaltvorgang. Wir brauchen also dabei weder Fußkupplung noch Ganghebel zu betätigen. Die Schaltmuffe zieht sich zurück und die Lamellen werden sanft zusammengepresst und übertragen.